So, da sind wir wieder. Ab zum Diebesnest. Was ist mit dir? Okay. Ein bisschen müde. So. Ein Stückchen Kaffee. Sehr kalt. Ja, das war, glaube ich, die richtige Entscheidung, weil, ne? Sie ist da, wo sie immer ist. Ist sie nicht. Ist sie halt nicht, ne? Das da ist auch ganz falsch. Da ist nichts mehr, ne? Nee. So. Aber ich denke mal, ne? Wir kriegen jetzt noch einen letzten Dingspunkt. Fertigkeitspunkt. Den verteilen wir dann noch schnell. Da müssen wir echt mal überlegen, was wir sonst noch machen. Oder ich könnte Taschendiebstähle in einem dieser, genau, versuchen wir noch eine Errungenschaft zu kriegen. Das ist ein guter Anfang. Oder? Juhu, Busch. Ja, eben. Was wollt ihr? Ich will gar nichts. Lass mich gehen. Hör mal auf jetzt. Und? Hat Nikolas den Sturm überlebt? Ja, ich habe ihn aufgespürt. Was ist geschehen? Ist er... Er lebt noch, aber ich habe seine Ehe ruiniert. Ehe? Er hat sich so schnell in das Leben von jemand anderem eingeschmeichelt? Ihr habt seiner unglücklichen Gattin einen Gefallen getan. Es klingt, als ob er nirgendwohin mehr fliehen könnte. Ist es euch recht, wie ich mich um die Sache mit Niklas gekümmert habe? Ihr habt dabei geholfen, der Diebesgilde zu altem Glanz zu verhelfen und sie sogar noch prächtiger zu machen als früher. Natürlich vertraue ich eurem Urteil. Jetzt sind all die alten Angelegenheiten beigelegt. Machen wir uns an die Arbeit. Wir haben eine Gilde zu leiten. Kommt noch was. Es gilt, Beutezüge zu planen und Handelsfürsten auszurauben. Wir sehen uns im Nest. Was? Was? Moment. 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 Ja, ja. Was ist das hier? Gehilfen? Aha, was ist das? Diese Bandare-Krämer folgt euch bis auf Syrde und Schlachtfeldweile hin und wird euch jederzeit schieben, was auch immer ihr wollt. Für einen gewissen Anteil am Profit, versteht sich. Wenn sie gerufen wird, können ihre Dienste nur von euch genutzt werden. Die Belohnung für den Abschluss der Geschichte der Liebesgilde. Also sind wir fertig. Das ist ja geil. Aber es gibt keinen Punkt. Schade. Haben wir nur einen. Und was nehmen wir? Gegenstände, die bei Hedern verkauft werden, erzielen einen um 7% höheren Preis.
Schnell vergessen, schneller Kopfgeld weg. Offene Welt, Lug und Trug. Noch weniger schleichende Kosten. Hm. Aufbrechen brauche ich nicht. Das da. Wow. Okay, super. Wir brauchen noch ein paar. Mhm. Jetzt gucken wir doch schnell mal. So, wo wollen wir denn? Nein. Ja, genau. Sprungfrosch allerlei. So, wo ist denn der? Dahin. So, was haben wir noch? Schlangen und Sensche. Diese Verkaufsprüfen. Ah, dann würde ich sagen, fangen wir da an. Das ist ja ganz in der Nähe. Ja, ich benötige eine Ruhepause. So, gucken wir doch mal. Zack. Wen soll ich denn da bestehlen? Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber wir machen das. Okay, das da. Dann gehen wir doch mal dahin. Ja, eigentlich ist es Quatsch, aber... Na, wo ist es denn? Hier. Ach, Hilfe. Nein. Das ist doch nicht wahr. Ah, da ist es doch. Die wird es nicht sein, aber oben. Da ist ja wirklich nur eine.
okay, Sprung kostet allerlei. Ja, also das war so unauffällig, der Wahnsinn. Also wirklich. Stell dir vor, du Genie, ich sehe dich. Ist ja gut. Netu Anselem, Dieb. Dieser Weg führt in die Verdammnis. Egal. Das haben wir geschafft, oder? Dann machen wir jetzt gerade noch die Wertkassette. Achso, nee. Es ist schon sehr eklig. Zack. Dann warten wir noch ein bisschen. Hier ist ja auch niemand mehr. Na, das ist immer. Okay, dann können wir jetzt eigentlich schon. Ja, was könnten wir jetzt machen? Ja, das System geht doch schnell. Also, wir fangen mal vorne an. Und zwar reisen wir, oder? Ich geh mal noch mal ins Diebesnest. Einfach mal sicherheitshalber. Gehen wir außen rum. Ist das schon? Nee, das ist weiter unten. Hier. Von hier kam ich noch nie. Da vielleicht doch noch irgendwas auf mich wartet. Und bei der nächsten Aufnahmesession gibt es was ganz, ganz anderes. Und ich muss mir überlegen, ob ich mir die Kaiserstadt bzw. Cyrodiil antue. Und da vielleicht ein paar Kristalle, Dingssteine mir besorge. Oder, weil ich brauche ja noch ein paar
Ja, der Rest ist jetzt echt nur Errungenschaftssuche, beziehungsweise ich glaube, ein paar Hauptquests muss ich noch machen. Hier ist es wirklich gar nichts. Ich gehe mal nochmal zur Säure. Ich habe ja noch nicht fertig geflirtet. Ihr meint das ernst? Und nicht nur, weil ich geblieben bin, als hier alles den Bach Ihr seid noch runterging? nicht lange dabei, aber ich glaube, ich könnte noch etwas von euren Kletterkünsten lernen. Großartig! Ich meine, vielen Dank, Saira. Was ist mein Okay. erster Auftrag? Trefft mich morgen früh an der Nushirat-Zitadelle. Ihr könntet mir zeigen, wie man eine wirklich spektakuläre Flucht hinlegt. Jetzt kann ich mit dir reden. Es ist eine Weile her, seit ich einen einfachen Auftrag Ja. übernommen habe. Vielleicht gehe ich runter zum Hafen und sehe nach, ob jemand volle Taschen hat. Mit zwei Ich will Doppeläxten. etwas tun, was mir das Herz ein bisschen wärmt, wenn ihr versteht. Ich wollte noch was fragen. Natürlich. Habt ihr irgendwelche Arbeit für mich? Oh, Moment. Was sind die größten Gefahren für die Gilde? Das Eisenrad, ohne Frage. Jetzt wissen wir das Eisenrad. Sie sind Bastarde. Oh, ihr wolltet mehr wissen? Magnifica Falora hat sie uns auf den Hals gehetzt, weil wir ihre Mitgift stehlen wollten. Was uns aber nicht gelungen ist. Es ist für alle ein Verlustgeschäft. Außer für das Eisenrad, die bezahlt werden, uns die Köpfe einzuschlagen und alles Aha. zu behalten, was sie konfiszieren. Ich möchte was anderes sprechen. Natürlich. Habt ihr Arbeit für mich? Fangen wir bei dem Brett mit den Aufträgen an. Dort gibt's eigentlich immer etwas. Außerdem ist er noch Spencer Reihe, ein Freund der Gilde, der unsere speziellen Fähigkeiten oft gut einzusetzen weiß. Wenn es einen größeren Auftrag gibt, lasse ich euch durch Trag oder Andari benachrichtigen. Was ist ein größerer Auftrag? Manchmal arbeitet die ganze Gilde gemeinsam auf ein Ziel hin. Die Vertreibung des Eisenrats aus Hughes Fluch, die Erpressung von Handelsfürsten, großer Kram eben. Doch dafür braucht man Zeit für die Planung. Falls so etwas passiert, dann gebe ich euch Bescheid, wenn ihr das nächste Mal im Nest Alles klar. vorbeischaut. Ja, das ist alles. Ah ja, doch, Brett in Je Aufträgen. mehr wir stehlen, desto besser wird unser Ruf. Der beste Weg, um weitere Rekruten anzulocken, nachdem uns das Eisenrad so schwer erwischt hat. Kari kann dazu mehr sagen. Darf ich euch noch etwas raten? Fummelt nicht an ihrem Brett mit den Aufträgen herum, sonst wird sie euch kräftig auf die Finger hauen. Ja. So, was noch? Natürlich. Die gilt im Und Allgemeinen. was genau? Hatte vor euch, das ist, wie groß ist die Liebesgilde? Ihr seht sie vor euch. Wir sind ein Schatten dessen, was wir vor dem Angriff des Eisenrats waren. Und ohne uns an ihren Zügeln lassen die Handelsfürsten die Muskeln spielen. Sie greifen die Hehlergeschäfte ab, die wir früher kontrollierten. Okay, das ist natürlich alles nicht so interessant, ne? Da sind wir ja schon durch. Wir könnten da nochmal einen Auftrag aufnehmen. Das andere haben wir heute schon gemacht. So, jetzt lass mal gucken. In der Diebesgilde allgemein, was fehlt mir noch? Held, aha, was fehlt denn bei Held noch? Pfadfinder, oh, gut, okay. Zack, das ist ganz schnell erledigt. Das schaffen wir noch in dieser Folge. Das ist ganz schnell, sofern wir. Zack. Und dann ist es für heute auch fertig. Und auch für die Diebesgilde. Das heißt, die Dunkle Bruderschaft haben wir durch, die Diebesgilde auch. Wir müssen jetzt noch irgendwie zu einer Sehenswürdigkeit. Und genau da schließen wir das Ganze auch ab, auch wenn diese Folge jetzt vielleicht dann dadurch ein bisschen länger geht, weil eine Minute ist ein bisschen knapp. Das heißt, kommt drauf an, ob die in der Nähe von dem Wegschrein ist. Einfach eins dieser Augen. Okay. Ja. Genau. Oder wir beenden das Ganze bei dem Ladescreen. Nein, machen wir nicht. So, hier ist es definitiv nicht. Wir gucken mal, wo wir hin müssen. Oh, ich merke gerade was. Wir müssen dahin. Und da gehen wir hin. So, dann. So, das machen wir jetzt einfach nochmal, da wird diese Folge wieder ein bisschen länger. Ich glaube, das war völlig falsch. Ne, das war richtig. Wir müssen.
Sag mal, ich meine, ich bin ein schlechter Jump'n'Runner, aber das da legt mich doch am Arsch. Hier war ich tatsächlich noch nie. Unfassbar, Baba. Das ist hier auch alles im Moment ein bisschen buggy. Wow, das lohnt sich ja sogar. Alter. Ja, Hallöchen. Okay, die nächste. Oh, ich sehe es schon. Und immer einfach nur geradeaus. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich versuch's mal. Weil dann haben wir eigentlich diesen Großabenteurer abgeschlossen. Das ist eigentlich das, was ich in jedem Gebiet einmal gemacht haben möchte. Frage ist nur, ob wir da so ohne weiteres hinkommen. Das sieht gut aus. Was ist das? Warum? Ach, ist mir egal. Und ah, Prinz. Ja, jetzt kommt's. Und jetzt kommt's. Meistererkunder von News Flug. Fluch. Und noch was, oder? Held von News Flug. Fett, fett, fett. Ja, super. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Das war die Diebesgilde. Schnell mal gucken. Angler. Ja, also von allgemein brauchen wir nur noch die Stile und den Meisterangler. Erkunden. Oh. Oh. Erfahrt ihr das Gerücht über die Statue im Diebesnest? Mhm. Karins Wunschliste. Ja, na. Ja, gut. Egal. Alles klar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.